Wie willst du so ein Rennen gewinnen? Das geht gar nicht. Ich muss mich erstmal durch die Kacke hier kämpfen, ey. Liebe Freunde, willkommen zurück zu Forza Horizon. Wir fahren weiter in unserem mega geilen Fast and Furious Skyline und ja, können hier und da noch ein paar Straßen entdecken und dahin ist auch eine schöne Tafel, die man umfahren kann. Ich weiß bloß nicht, wie man da hinkommt. Ah, okay, ich verstehe. Also man merkt, man konnte hier halt im ersten Teil logischerweise noch nicht wirklich querfeld einfahren, aber es gab hier und da so ein paar Stellen, wo man dann hier dennoch hier in so gewisse Punkte gekommen ist. Und ich würde sagen, da wir ja mal in der Nähe von einem Schaurennen sind, fahren wir das mal. So, ich denke gerade, hä? Da ist doch normalerweise immer so Qualm und so. Hey, das wird eine denkwürdige Fahrt. Sie gewinnen und fahren in dem Auto nach Hause, in dem Sie es allen gezeigt haben. Jetzt stellt sich die Frage, gegen was kämpfe ich? Das meine ich ernst, ich weiß es wirklich nicht. Oder kämpfe ich gegen einen anderen Mini? Was ziemlich langweilig wäre, ehrlich gesagt, weil es dann kein Schaurennen wäre. Fragen über Fragen. Ja, schon mal als kleine Vorwarnung, ich bin wie doof gerade am Aufnehmen, weil das Game doch gerade echt wieder übel Bock macht. Aber ich denke mal, ich werde zwischendurch auf jeden Fall mal 2 Videos am Tag hochladen. Auf jeden Fall, weil das dann zwischendurch dann so viele Videos sind, da ist das dann auch ein bisschen sehr viel vorproduziert und dann werde ich das dann dementsprechend so hochladen. Ja, dann fahren wir mal. Ich weiß nicht, gegen was ich kämpfen muss. Tatsächlich, ich muss gegen andere Minis kämpfen. Wie langweilig ist das denn? Lass mir Platz, du blöd Mann. Ach Mann. Bin ich jetzt echt unglücklich gegengekommen. Okay, da kann man schneller lang. Was? Alter, wie viel Wheelspin der Wagen die ganze Zeit hatte. Ich muss mich mal kurz dazwischen kämpfen. Und ich muss erstmal Herb überholen. Den ersten würde ich gerne noch kriegen. Nicht gut. Na Mann, ich krieg den nicht mehr. Oder? Sorry. Mein erster Platz. Alter, ey. Nicht nur die Fans lieben Sie, sondern auch der Sponsor. Als Belohnung können Sie das Auto behalten.
Nice. nein. Der ist mir ein bisschen zu langsam. So, was machen wir als nächstes? Stimmt, eigentlich wollte ich ja offscreen ein Auto tunen, aber ich glaube, das können wir genauso gut jetzt auch während der Aufnahme machen. Wegen der Straßenrennen. Wiederum müsste ich auch mal gucken, was ich hier noch für normale Rennen habe. Äh, 70 bis 79, dann müsste ja eigentlich mein Mustang dazu zählen, oder? Jetzt sind wir schon gefahren. Oder wir machen uns ein S-Auto fertig. Wäre natürlich auch ganz cool. Oder ich mache hier mal endlich die Ford-Challenge. Ja, muss größer sein als 1918. Also alles ab 1980. Okay. Ich hätte auch irgendwo Bock auf die illegalen Straßenrennen, aber die möchte ich jetzt auch nicht alle auf einmal abfrühstücken. Man kann echt mal überlegen, was wir als nächstes fahren sollen. Ich meine, ich wollte ja eigentlich auch gucken, dass ich... ich glaube, zur Abwechslung machen wir heute mal keine Außenposten-Herausforderung. Das wird sonst vielleicht dann doch irgendwann mal ein bisschen zu öde. Nur für US-Autos. Habe ich da irgendwann? Ich glaube nicht, ne? Wir reisen erstmal dahin und dann überlege ich mir was. Also US-Autos. Müsste ich mir eigentlich zwei Autos fertig machen. Tja, sehen wir ihn uns mal an. Den hätten wir tatsächlich, aber die Scheunenfunde möchte ich tatsächlich eigentlich Serie lassen. Das ist 1970. Also das könnten wir schon mal machen, seine Teil. Der sagt, darf ein Lambo fahren. Was soll das denn? Ach nee, stimmt. Ich dachte, ich habe gerade US-Autos mit Dings vertauscht. Ja, ich würde dann sagen, dann fahren wir erstmal hier das zum Beispiel. Dann porten wir uns mal... oder haben wir da... Ja, porten uns hier hin. Das ist schön, wenn man sich da schön hinporten kann und das nichts kostet. Das ist ziemlich gut. So, jetzt muss ich mir noch eine Route dahin machen. Dann fahren wir mal wieder ein paar normale Rennen. Irgendwann habe ich die Spielwelt mal wieder komplett im Kopf. Boah. Das Skyline ist schon geil. Ich bin geblitzt worden. Ja, ich weiß. So. Fahren wir einmal das Event. Theoretisch müsste ich auch mal ein paar B-Events raussuchen, um mit dem Mitsubishi mal wieder was fahren zu können.
you. Die Mädels finden dich auf Krücken so niedlich. Tja, Mädels, ich werde euch nicht enttäuschen. Ich hab den Typen ja immer noch dabei. Können wir den nicht endlich mal abschießen? Am besten mit einer Schrotflinte. Alter, ich komme hier nirgendwo durch, ey. Wie willst du so ein Rennen gewinnen? Das geht gar nicht. Ich muss mich erstmal durch die Kacke hier kämpfen, ey. Ich will doch gar nicht Erster werden. Ich will diesen ollen Hodenbengel da fertig machen. Entschuldigung für den Ausdruck. So ein Penner, ey. Ist ja okay, wenn die mal so doofe Sprüche bringen im Sinne von so, okay, komm, ich will dich fertig machen. Weil der Typ regt mich auf. Und tschüss. Immerhin ist er nicht Erster, das ist schon mal wichtig. Und er ist Erster, so eine Scheiße. Mann. Ich hab so einen Hass gegen den, ne? Und ich krieg den mal wieder nicht. Och Mann. Da, tschüss. Ihr habt auch kein Mitgefühl. Das ist mir so egal. Ich habe auch kein Problem damit zu verlieren, aber weißt du, wenn der Typ da... Boah, nein. Das Schlimme ist halt, ich muss von ganz hinten starten, ne, und muss halt gucken, wie ich dann klarkomme. Ich müsste den Wagen eigentlich mal so umlackieren, so im John Wick-Style. Sammeln Sie weiter Punkte. Mit Beständigkeit und Leute abschießen, damit gewinnt man Rennen. So, ein Rennen will ich auf jeden Fall noch fahren. Nein. Das nächste Armband werden wir auf jeden Fall diese Folge noch kriegen. So, was haben wir denn noch so Schönes? Da unten haben wir noch ein Event. So, was war da nochmal? Ja, kann ich auch direkt den Mustang nehmen, warum nicht? Los geht's. Ja, nächste Folge würde ich dann sagen, machen wir auf jeden Fall wieder die Außenposten. Ich denke mal, ich fahre da dann auch einfach direkt hin. Aber ich glaube, die 10.000 kann ich mir so oder so leisten. Und, ja, auch unter anderem die Straßenrennen. Ich denke mal, ich werde da vielleicht zwischendurch mal was vorbereiten. Forschungszweck. Das ist alles sehr vielversprechend. Das Auto dürfen Sie. Warum darf ich denn nicht mit dem Skyline bei einem US-Auto-Veranstaltung-Viech-Teil antreten? Vielleicht sind in dem Skyline amerikanische Teile verbaut, dann zählt das.
Zuerst. Muss nur so 25, muss das Auto 25% aus amerikanischen Teilen bestehen. Darf teilnehmen. Okay. Sinn nicht wirklich vorhanden, aber egal. Ich liebe diesen Moment. Adrenalin ist meine Droge. Schnauze. Der Hass steigert sich. Der Hass steigert sich in ungute Bereiche. Oh, Alter, sei mir nicht im Weg. Wie fahren die? Kollege, du kannst nichts. Tschüss. Alter, der hält aber auch alle auf. Kannst ja super durchfahren, wenn der Typ einen nicht abdrängen würde. So, das sieht doch mal gut aus. Endlich gewinnen wir mal wieder was. Zumindest sieht es danach aus. Aber wenn ich auch so recht überlege, dass mit den Rivalen haben sie ja mehr oder weniger abgeschafft. Ich glaube unter anderem deswegen, bei den nachfolgenden Horizon-Teilen, weil es ja dann Driver-Tare gab. Und da konnten sie das, glaube ich, nicht mehr so ohne weiteres einbauen. Und dann haben sie das wohl dann irgendwie rausgenommen, das Feature. Wobei ich das gar nicht so schlimm fand tatsächlich. Natürlich. Obwohl, das war irgendwo eigentlich ein cooles Feature. Sie sind wirklich fokussiert. In der Rennzentrale wartet ein rosa Armband auf Sie. Wir sehen uns dort. Also diese Showdown-Rennen zum Beispiel, die waren tatsächlich eigentlich ganz cool. Weil da hast du wirklich gegen einen anderen gekämpft und musstest dann da ein Rennen fahren. Und dann auch so ein Typ, der dann halt da mit diesen Startfackeln dann da steht, das war schon cool. Wollen wir nochmal? Nur wir beide? Du kriegst mein Auto, wenn du gewinnst. Ich krieg ein Diablo. Nö, safe, Alter, Digga. Ich mach dich fertig. Ja, wir holen uns erstmal das Armband ab. Das müssen wir hier mal machen. Aber was mir mittlerweile aufgefallen ist, hier holst du deine Armbänder ab. Hier entweder wechselst du das Auto oder tunst dein Auto. Lackieren. Und dann musst du noch den Autosalon. Wo ist der jetzt schon wieder? Da. Ja, also im Endeffekt, die drei sind eigentlich die wichtigsten. Ich habe schon bemerkt, dafür brauchst du irgendwas mit Xbox Live. Das kann ich nicht nutzen. Marktplatz ist irgendwas halt bezüglich Xbox Live Dings. Ja, und die Rennzentrale, da kannst du auch irgendwas ja, vergleichen oder so. So langsam aber sicher verstehe ich das Spiel wieder. So. Nächstes Armband. Armband. Die Menschen halten sie schon für den möglichen neuen Champion. Weiter so. Alter. Gut, die Karte wurde jetzt erstmal erschossen, aber gut. Okay, ich muss auf jeden Fall. Also hier. Es kann gut sein, dass es auch hier wahrscheinlich wieder einen Außenposten gibt. Das werden wir nächstes Mal erkunden. Ich denke mal, da machen wir hier den Außenposten fertig. Und ja, hier die Rennen bestimmt. Was ist denn das alles? B? Was das auch alles verschiedene Klassen sein müssen, Alter. Das war halt echt kacke an Horizon 1, ey. Das war nicht gut. Das haben wir nicht gut umgesetzt, ehrlich gesagt.
Da hätten sie wirklich sagen sollen, okay, da haben sie wenigstens B oder A und nicht A, S, B und alles Mögliche. Du brauchst drei Autos, ey. Das war doof. Das ist echt ein. Das ist sogar das mit das Schlechteste bei allen vier Horizon-Titeln. Das haben sie tatsächlich, da haben sie dann draus gelernt. Das war tatsächlich nicht gut. Aber ich finde, das ist auch tatsächlich der größte Kritikpunkt und einer der sehr, sehr wenigen. Muss man wiederum sagen. Das haben sie dann wiederum in Horizon 2 schön verbessert. Deswegen Horizon 2. Ja, das Game fand ich doch hier und da nicht besser, aber war schon cool. Egal, wir wollen erstmal weitermachen. So, wir gucken jetzt erstmal. Ja, also ich brauche ein A-Auto, ne? Ich würde sagen, da eignet sich der Skyline doch super für. Dann machen wir mal hier die Schnellreise hin. Wollte schon sagen. Ich glaube, dann haben wir es auch erstmal für dieses Video wieder. Boah, die Musik ist immer noch gut von dem Spiel. Mega gute Musik. Da fahre ich am besten lang. Zack. Ja, schön geradeaus. Sehr gut. Boah, den Diablo will ich aber auf jeden Fall haben. Auf den habe ich richtig Bock. Kuntouch wollte ich mir eigentlich auch noch besorgen. So, Kollege. Ach, stimmt, das ist ja... Ach, ich bin doof. Das ist ja dieser eine Typ, ne? Den wir am Anfang des Prologs sozusagen gesehen haben. Der war ja auch so bescheuert, ey. Okay, jetzt verstehe ich langsam, warum ich den hasse. Ich glaube, die Entwickler haben das absichtlich so gemacht. Oh, Lambo. Lambo gegen Skyline ist auch ein komisches Bild, ey. Okay. Das finde ich jetzt gar nicht mehr so geil. Man merkte sofort den Vorteil von durch den Allradantrieb, aber da merkte man doch schnell, dass er wohl mehr Leistung hat. Das ist leider schnell, der Penner. Ich muss jetzt tatsächlich gestehen, das glaubt mir zwar keiner, aber ich habe mich tatsächlich verbremst. Ich wollte ihn eigentlich nicht rauskicken. Ja, das war zu früh. Hat man 50%, ey. Dann geht nicht drin, ne? Der Lambo hat mehr Leistung. Und mir wird der Index halt durch den Allradantrieb hochgetrieben. Hätte vielleicht mit dem Dodge antreten sollen. Durch die Kurven können die Chancen haben.
Ich glaube, da ist er nicht ganz so gut. Boah, ich fahre aber auch kacke, ey. Also ich muss tatsächlich sagen, Horizon 1 tue ich mich mit Fahrphysik nicht unbedingt schwer, aber ich kann sie schwer einzuschätzen. Weil irgendwie in Horizon 4, da habe ich sofort bemerkt, so, wo ich ungefähr immer bremsen muss und so. Also ich verstehe schon, warum ich damals immer die Ideallinie an hatte. Das ist schon echt schwer. Ja, das Schaurennen sagt mir aber nochmal. Ach, das Schaurennen, das Rivalenrennen sagt mir irgendwie was. Irgendwie habe ich das so ein bisschen in Erinnerung. Ich krieg 30.000. Hey, du kannst es behalten, Mann. Pass auf, wenn du in den dritten schaltest. Ich glaube, das Getriebe macht nicht mehr lange. Was? Was soll das denn? Warum machst du das Auto kaputt? So. Haben wir noch einen schönen Lamborghini abgestaubt. Das Schöne ist hier wenigstens, der hat einen schwarzen Spoiler. Das sieht richtig geil aus. Richtig nice. Fehlt nur noch der SV-Schriftzug. Geiles Auto. So, ja, ich würde sagen, sehr viel mehr können wir eigentlich gar nicht mehr machen. Haben wir noch irgendwas, was wir vielleicht entdecken können? Könnten da oben noch hinfahren, oder? Nehmen wir noch die Tafel hier mit. Das machen wir dann noch. Dann schauen wir mal, ob wir demnächst dann mal in einem Rennen den Lamborghini einsetzen können. Ich glaube, wir haben jetzt auch irgendwie 40% der Tafel, glaube ich, umgefahren. So, zack. Ja, 42 haben wir mittlerweile. Dann fahre ich dann nochmal noch ein bisschen was von den Straßen hier. Dann haben wir jetzt nochmal ein bisschen was entdeckt. Was deckt die nächste Tafel? Noch eine Tafel. Das ist momentan sehr gut, dass ich das hier finde. Das sieht wieder nach einem Außenposten aus. Ja, perfekt, ey, dann können wir den ja nächstes Mal direkt mal machen, oder? Boah, ganz ehrlich, warum eigentlich nicht? Da sind doch ein paar Events, oder? Gut, da ist ein Event, aber... Ja, bin halt einmal in der Nähe, ne? Könnten wir vielleicht für nächste Folge machen. Egal, werden wir auf jeden Fall schauen. Ja, Leute, ansonsten soll es das erstmal wieder mit dieser Folge gewesen sein. Ich hoffe, euch hat diese Ausgabe wieder von Forza Horizon gefallen. Und ja, nächstes Mal machen wir weiter hier auf dem Festival in Colorado. Und ihr seid hoffentlich wieder mit dabei. Haut rein, Leute. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.